Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. In meiner Reihe, so sollte eine Schachpartie nicht enden, habe ich ein weiteres wirklich schönes Beispiel für euch aufbereitet. Die Partie fand statt, jetzt beim zu Ende gegangenen Turnier in Italien, Vergani Cup, und zwar genau in Cattolica. Partie zwischen Vitali Bernatsky und Nigel Short. Bernatsky? Da klingelt es bei einigen von euch. Warum? Ich hatte vor einigen Tagen eine Partie gezeigt. Das war der Großmeister, der mit erstens A4 begann und einen auf dem Deckel bekam. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, gerne nochmal anschauen. Sehr viele Klicks schon. Ja, Bernatsky, ukrainischer Großmeister, sehr kreativer Spieler. Positiv ausgedrückt, sagen wir es mal. Spielt hier gegen Nigel Short, es ist die letzte Runde. Bernatsky hat 6 Punkte, Nigel Short 5,5. Beide müssen um den Sieg spielen, damit sie im Turnier einen Preis gewinnen. Nigel Short, natürlich eine Schachlegende, inzwischen 56 Jahre alt, war mal WM-Finalist. 1993 hat er gegen Garri Kasparov gekämpft bei einer Weltmeisterschaft, hat aber klar verloren damals. Einer der besten Spieler seiner Zeit damals, in den 90er Jahren insbesondere. Inzwischen, wie gesagt, 56 Jahre alt mit einer Elo-Zahl von 2633, die Nummer 133 der Welt, ist er Schachtourist, würde er selbst sagen. Und übrigens auch einer der Vizepräsidenten des Internationalen Schachverbandes, FIDE. Eine legendäre Partie von Nigel Short habe ich hier schon auf dem Kanal gezeigt, müsst ihr euch unbedingt anschauen. Und zwar der legendärste Königsmarsch der Schachgeschichte, Short gegen Timman Tilburg 1991. Das ist die Partie von Nigel Short, die wirklich jeder kennen sollte. Absolute Empfehlung. So, jetzt gehen wir mal in diese Partie rein und schauen uns an, was passiert ist. Und bei Bernatsky kann man schon echt sein Geld fast schon drauf verwetten, dass er irgendein krummes Zeug spielt. Und so ist es auch in dieser Partie. So, es geht los mit E4. E6, französische Verteidigung. D4, D5. Springer C3, bis hierhin alles okay. Läufer B4. Läufer B4, Wiener Variante. Fesselt den Springer, droht jetzt auf E4 zu schlagen. Der absolute Hauptzug hier ist E5, womit man die Drohung abwehrt und Raumvorteil sich sichert. Bernatsky aber hatte sich was Seltenes ausgedacht, und zwar Läufer D2 hier. Wird selten gespielt. Schwarz kann jetzt auf E4 nehmen. D schlägt E4. Die Idee von Weiß ist jetzt nicht Springer schlägt E4, weil dann Dame schlägt D4, folgt und Schwarz einfach erstmal einen Bauern mehr hat. Und das ist ganz schlecht hier. Das ist nicht die Idee. Die Idee ist Dame G4. Greift den G7 und den E4. Am genauesten ist es wahrscheinlich jetzt Springer F6 zu spielen. Hier mit Schwarz. Machen wir mal. Springer F6, Dame G7, Turm G8, Dame H6. Alles forciert. Der Springer ist gedeckt. Und dann Dame D4. Lange Rochade. Und das ist die Stellung, die in der Partie kommen wird. Merken wir uns die. So, Short aber dachte hier so 10 Minuten nach und nahm mit der Dame auf D4 raus. Zuerst Dame schlägt D4, deckt gleichzeitig G7. Hier muss Weiß allerdings nicht lange Rochade spielen. Er kann hier Springer F3 spielen. Der Bauer E4 ist gefesselt. Und hier nach Dame F6, Dame schlägt E4, sagt die Engine, dass Weiß hier sehr schöne Kompensation hat. Bauer weniger, aber bessere Entwicklung. Bernatsky allerdings spielte lange Rochade. Sieht ein bisschen unangenehm aus, ne? Schwarz ist deutlich besser entwickelt. Es geht weiter mit Springer F6. Man könnte hier auch über F5 nachdenken. Ganz gierig, alles decken. Ist wahrscheinlich vorteilhaft für Schwarz. Aber Short entwickelt einen Springer, greift die Dame an. Dame schlägt G7, Turm G8, Dame H6. Jetzt sehr interessant hier, Läufer F8. Die Dame muss weiter zurück. Dame H4, Turm G4, greift die Dame immer weiter an. Und die Dame hat überhaupt kein Feld, außer H3 noch. Dame H3. Und hier dachte Short jetzt 27 Minuten nach. Nee, sorry, nicht Short, gleich Bernatsky. Short nahm jetzt relativ schnell den Bauern auf F2. Dame schlägt F2. Schwarz hat jetzt 2 Bauern mehr. Bis hierhin hat das alles schon gegeben. Es gibt hier einige Partien, die mit Läufer E2 weitergingen. Mit Angriff auf den Turm. Es ist ein ziemliches Chaos, ne? Auf dem Brett. Schwarz ist unterentwickelt, hat aber 2 Bauern mehr.
Hier droht Schwarz Turm H4 mit, ja, die Dame anzugreifen. Die Dame müsste nach E3 und dann würde Schwarz die Damen tauschen. Und derjenige, der Material mehr hat, freut sich natürlich über so einen Damentausch. Bernatzky dachte jetzt 27 Minuten nach. Das war Bernatzky hier nicht short. 27 Minuten. Der beste Zug ist hier wahrscheinlich Läufer E3. Es kommt aber Dame H4 und Weiß muss auch hier die Damen tauschen. Deswegen ist Dame schlicht F2 so stark gewesen. Interessanterweise sagt die Engine, dass nach Läufer E2, Dame H3, Springer H3, Turm G2, Springer F4, Weiß hier erstaunlich viel Kompensation hat, obwohl er 3 Bauern weniger hat in dieser Stellung. Das liegt daran, dass Weiß einfach deutlich mehr Figuren im Spiel hat. Müssen wir glauben, wenn Stockfisch das sagt. Bernatzky aber ist nicht Stockfisch. Er spielte hier nach, wie gesagt, fast halbe Stunde Nachdenken Springer B5. Und das ist ein grober Fehler. Springer B5, was ist das? Das ist schon ein ziemlicher simpler Angriff, ne, auf C7, aber gut. Schwarz entwickelt eine Figur, Springer A6, deckt den Bauern C7 und das brachte hier gar nichts. Und hier sagt Stockfisch inzwischen, dass Schwarz auf Gewinn steht, nach gerade mal 11 Zügen. 2 Bauern weniger plus Springer B5 war ein riesen Tempoverlust. Es geht weiter mit Läufer E2, Angriff auf den Turm. Der Unterschied ist jetzt, wenn ich Turm H4 spiele, die Dame kann dann rüber, ne, nach B3 oder C3. Deswegen war Springer B5 natürlich auch interessant. Deswegen jetzt hier Turm G6, Short zieht den Turm zurück. G4, starker Zug von Bernatzky, droht Läufer E3 mit Gewinn der Dame. Sofort Läufer E3 bringt nicht so viel wegen Dame F5. No. Deswegen G4, deckt das Feld F5, jetzt droht Läufer E3 mit Damengewinn. Short zieht die Dame zurück. Hat er natürlich gesehen. Läufer D7 ist jetzt eine Idee mit Angriff auf den Springer. Bernatzky sah ein, Springer auf B5 steht miserabel, er zieht ihn zurück. Springer C3. Man könnte hier über G5 nachdenken. Springer D5, Dame schlicht H7. Aber nach Läufer D7 hat Schwarz immer noch einen Bauern mehr und kriegt einen riesen Angriff hier. Der Springer muss zurück, Springer AB4 greift hier an. E3 ist in der Pipeline, lange Rochade. Schwarz könnte sogar seinen König in Sicherheit bringen eventuell. Das ist minus 4, Rotstoffisch. Minus 4, das ist heftig. Okay, Bernatzky zieht den Springer zurück, Springer C3. Wir sehen schon, hier ist einiges schiefgelaufen für Weiß. 2 Bauern weniger und im Prinzip keine Kompensation. Ein ganz starker Zug wäre jetzt hier E5. Den Läufer hier auf C8 demaskieren, den G4 angreifen und Läufer E6 vorbereiten. Aber Schwarz spielte hier H6. Gefällt mir nicht ganz so gut, wenn ich ehrlich bin, der Zug. Jetzt kommt ein ganz... Ja, so schlecht ist der Zug nicht. Springer A4 greift die Dame an. Sieht aber auch wieder so ein bisschen wie Patzerschach aus, wenn ich ehrlich bin. Stellt den Springer an den Rand, um die Dame anzugreifen. Dame C6 greift den Springer an. Der Springer geht wieder zurück. Gut, Weiß hatte sich dabei was gedacht. Es droht Läufer B5 mit Damengewinn. Versucht mal jetzt den besten Zug hier zu finden für Schwarz. Natürlich, auf Amateurniveau, Anfängerniveau würden jetzt wahrscheinlich viele hier die Züge wiederholen vielleicht mit Dame B6, Springer A4. Das ist so ein stillschweigendes hier Zugwiederholungsangebot. Aber Nigel Short kann natürlich rechnen, er ist Großmeister, auch wenn er schon 56 ist, ein bisschen älter und natürlich inzwischen kein Schachprofi mehr ist in dem Sinne. Der spielt eigentlich nur noch Just for Fun. Spielt nicht wenig, aber spielt eher Just for Fun. Springer B4. Warum Springer B4? Ganz einfach. Läufer B5 ist jetzt ein Fehler. Wegen Springer schlicht A2 Schach. Lenkt den Springer ab. Wenn Springer schlicht A2 kommt, dann Dame schlicht B5. Wenn König B1, dann Springer schlicht C3. Schach. Weiß schlicht C3. Dann hängt der Läufer auf B5. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ich will nicht immer alle Züge machen. Ich will auch euer visuelles Vermögen trainieren. Okay. Bernatzky spielte A3. Greift den Springer an. Wenn der Springer jetzt irgendwo hinzieht, dann kommt Läufer B5. Mit Gewinn der Dame. Können wir nicht machen. Aber Short hatte das berechnet. Wie geht's hier weiter? Es gibt nur einen guten Zug hier für Schwarz. Aber Short hatte den gesehen. A5. Klassisch.
Er opfert eine Figur. A schlägt B4, A schlägt B4. Läufer B5 geht immer noch nicht wegen Turm A1 Schach, Springer B1, Dame B5. Deswegen geht Weiß mit dem Springer zurück. Springer B1, der steht natürlich fürchterlich dort. Wir sehen ja auch der G1, der Springer auf G1, der Turm auf H1, noch gar nicht gezogen in dieser Partie. E5 jetzt, starker Zug. Greift den G4 an und bereitet Läufer E6 vor. Ne? Dame F1 geht zurück, droht Läufer B5. Dame C5, das ist okay. Turm A5 wäre auch gut gewesen, aber Dame C5 ist natürlich auch gut. G5 jetzt von Weiß. Weiß hat hier überhaupt keine Züge richtig. Und fängt jetzt an, so ein bisschen im Trüm zu fischen. G5. Schwarz nimmt den weg. H schlägt G5. H4. Will die Linie öffnen am Königsflügel. Also ist ein bisschen random Schach, was Bernatzky hier spielt. Ähnlich wie in seiner A4-Partie, muss man sagen. Also er war schon echt zu kreativen Zeugs aufgelegt bei diesem Turnier. Ja, man hätte jetzt den Bauern einfach nehmen können. Also Stockfisch lacht sich kaputt, sagt, nimm den Bauern weg. Turm A4, Läufer E6 und sieht hier minus 8. Minus 8. Ihr seht auch den Balken. Schwarz steht hier komplett auf Gewinn. Hat hier vier Bauern für die Figur. Und das große Problem ist, Weiß kann herzlich wenig machen gegen diese Drohung hier. Und B3 ist auch eine Drohung. Short spielte aber E3. Greift den Läufer an, ist auch... Der Läufer geht zurück. Hier Läufer E6. Ist ein sehr starker Zug. Mit der Idee Turm A1, Läufer A2. Aber Short spielte hier G4. Zieht den Bauern vor. Das gibt ein bisschen was von dem Vorteil, vom Vorteil ab. Wegen H5. Jetzt hat Weiß plötzlich so einen H-Bauern. Turm H6 stellt den Turm passiv, aber muss den Bauern blockieren. Gut. Läufer C4, Läufer H4. Hier auch nicht der Beste. Klar, die beiden sind keine Engines, das merkt man richtig. Wenn man so eine Partie analysiert bei zwei auch Großmeistern, die so eine chaotische Stellung spielen, also die Stellung ist wirklich komplett out of the box, die ist wirklich so chaotisch, dann sieht man halt, wie viele Fehler sie auch machen, ne? Wenn man das mit einer Engine analysiert. Völlig normal. Besser wäre hier Läufer C4 übrigens, um die C-Linie zu blockieren und vor allen Dingen, um den Läufer C8 nicht nach E6 zu lassen. Gut, Läufer H4. Läufer H4 greift den F6 an. Short dachte nicht lange nach und spielte hier Läufer E7. Das gibt einen Großteil des Vorteils ab. Schwarz hatte hier einen schönen Gewinnweg. Den muss ich euch zeigen. Das ist wirklich sehr, sehr schön. B3 droht matt auf C2. So, der logische Zug jetzt hier ist C3. Das Matt abzuwehren. Jetzt Turm A1 und jetzt kommt gleich ein sehr schönes Matt, das ich euch zeigen möchte. Fesselt den Springer und jetzt möchte ich, dass ihr rechnet, was passiert nach Läufer schlicht F6. Weiß hat jetzt hier eine Figur gewonnen, droht sogar Matt hier auf D8. Aber Schwarz setzt Matt. B. Müsst ihr finden. Dame schlicht C3. Wups. Der Springer ist gefesselt. B schlicht C3. Matte. Genau. Läufer A3 matt. Der Bauer hier deckt das Fluchtfeld. Springer ist gefesselt. Und der Bauer deckt dieses Feld hier. Wunderschönes Matt. Also B3 war sehr stark. C3 Turm A1. Hier muss Weiß sowas wie Läufer C4 spielen. Aber auch hier gibt es wirklich... Also hier hätte man Läufer E7 machen können, wenn man den Gewinnzug nicht findet. Aber hier gibt es auch einen sehr schönen Gewinnzug. Und das ist... E2. Idee, Dame E3 Schach oder Dame schlägt C4, wenn nicht die Dame auf E2 nimmt. Also Springer E2, Dame schlägt C4. Oder Dame E3. Also es ist hier gewonnen für Schwarz. Okay, statt B3 spielte Short Läufer E7. Wer will es ihm verdenken? Er deckt einfach den Springer. Läufer C4 jetzt, sehr, sehr logisch. Ja. Hier ist G3 ein sehr starker Zug mit der Idee, die Dame abzulenken. Läufer G3 und jetzt Läufer G4 hier. Und aktiviert den Läufer. E2 ist in der Pipeline. Und dann wieder die Idee mit Dame E3 Schach und Turm B1, A1. Ist sehr, sehr stark hier. Stattdessen Läufer E6. Greift den Läufer an. Läufer schlägt E6, F schlägt E6. Jetzt hat, ihr seht es schon am Balken, Schwarz hat schon einiges von seinem Vorteil eingebüßt. Läufer G5 und es wird weiter... Noch chaotischer hier.
Jetzt kommt B3 endlich. Schwarz droht matt. Die beste Verteidigung wäre jetzt Dame E2, wonach die Sache gar nicht so klar ist. Aber Bernatzky möchte die Dame nicht von der F-Linie nehmen. Er spielt C3. Er will ja hier angreifen, ne? Super aggressiv. Voll mit offenem Visier. Turm A1. Sau stark. Es droht jetzt das Matt wieder. Dame schlägt C3, BC3, Läufer A3, Matt. Habe ich euch gerade gezeigt. Bernatzky sieht das, spielt Dame D3. Jetzt ist die Dame weg von der F-Linie. E4 greift die Dame an. Dame schlägt E3. Es wird spannend. Es ist immer noch spannend. Es ist spannend die ganze Zeit. Dame A5. Läufer schlägt H6. Wow. Weiß hat was mehr? Turm. Springer. Für drei Bäuerchen. Also eigentlich hat er einen ganzen Turm mehr. Materiell weiß also klein Vorteil. Hier gibt es immer noch einen klaren Gewinnzug für Schwarz. Versucht ihr mal zu finden. Wie gewinnt hier Schwarz? Dame A2 gewinnt hier. Weiß kann den Springer nicht decken. Er muss mit dem König weglaufen. König D2. Dame schlägt B2 Schach. König E1. Turm schlägt B1. Und das Problem ist, Schwarz droht hier zu nehmen und dann halt hier den B-Bauern laufen zu lassen. Und neue Dame zu holen. Und Weiß kann dagegen nichts tun. Zum Beispiel Dame D2. Turm D1. König D1 zum Beispiel. Jetzt hier Dame A1 Schach und dann B2 im nächsten. Egal, was Weiß macht. Zum Beispiel Dame C1, B2 offensichtlich. Ne? Oder wenn der König weggeht, ja auch. B2 hier. Der Bauer läuft einfach durch. Also Weiß, Schwarz konnte immer noch gewinnen hier mit Dame A5 an der Stelle. Ne? Quatsch, Dame A2 hier. Was ich euch gerade gezeigt habe. Beide waren aber schon in Zeitnot. Und Schwarz zog hier was ganz anderes. Er zog hier Läufer C5. Das ist ein Impulszug. Greift die Dame an, hilft aber gar nicht. Dame E2 jetzt hier von Bernatzky. Problem ist, die Dame deckt jetzt B2. Wenn wir jetzt Dame A2 spielen, was der beste Zug ist, kommt König D2. Dame schlägt B2, König E1. Und das Problem ist, dass nach Turm schlägt B1... Weiß jetzt die Damen tauschen kann. Dame B2, Turm B2. Und obwohl Weiß immer noch einen Turm mehr hat, Schwarz hat vier Bauern mehr. Und dieser Bauer ist so stark hier, diese ganzen Freibauern sind so stark, dass beziehungsweise er steht so aktiv, dass immer noch die Stellung ausgeglichen ist. Dummerweise nach Dame E2, was geschah hier? Short überschritt die Zeit und verlor. Bitter, so bitter. Einfach die Zeit überschritten. Und das ist klassische Schach, Leute. Das ist hier nicht einfach die Zeit ablaufen lassen, wie beim Bullet zum Beispiel oder beim Blitzen. 3-0 oder 5-0. Es gibt hier immer Zeitgutschrift für jeden Zug. 30 Sekunden. Das heißt, er hat einfach die Zeit komplett vergessen, war so vertieft im Berechnen von Varianten, dass er die Zeit ablaufen ließ. Anstatt einen Zug zu machen, wieder 30 Sekunden dazu zu bekommen. Ich bin mir nicht sicher, was er hier so ewig gerechnet hat, weil Dame A2 ist eigentlich der einzige Zug, der irgendwie Sinn macht in dieser Stellung. Es droht Dame B1. Sowas wie Dame B5 Schach hier bringt gar nichts. Ne? Der König läuft einfach weg. Und es droht hier halt Dame schlicht B1 mit Matt. Ne? Die Dame kann nicht irgendwie den Läufer, bringt ja nichts, wenn der Läufer gewinnt. Super, super bitter. Klassisch bedeutet übrigens, dass sie von Beginn an hatten sie 90 Minuten für die ganze Partie, für 40 Züge und dann 15 Minuten für den Rest und 30 Sekunden immer für jeden Zug. Ne? Das ist das klassische Schach gewesen hier, die Bedenkzeit bei diesem Turnier. Und ja, so kam Bernatzky zu seinem Sieg. Short war mega angefressen. Short twittert auch sehr gerne und ihr könnt ja seinem Account folgen und ich will euch nicht vorenthalten, was er getwittert hat nach dieser Partie. Ich guck mal. I feel as grumpy as Korchnoi after the last defeat, and that is not a good sign. Yes, my 2599 rated opponent was dead lost for most of the game, almost blundered mate in two, and played like utter crap. But that was amply sufficient to beat me. Thankfully, there are no more rounds. Ja, also total angepisst, ne? Ich kann absolut nachvollziehen, wie er sich gefühlt hat hier.
Ich kenne das. Gut auf Zeit. Ich weiß nicht, ob ich schon mal auf Zeit verloren habe, aber ich habe schon genug Partien verloren, in denen ich total auf Gewinn stand. Und vor allen Dingen, sein Gegner hat hier echt. Also Bernatzky hat es echt ganz schön überrissen, ne, in dem Turnier, muss man sagen. Also, wie der zu seinen 7 Punkten gekommen ist, ich habe den Rest der Partien nicht nachgespielt, aber anyway. Das ist Schach. Das kann passieren. Nigel Short. Man muss dazu auch sagen, Nigel Short ist im Moment nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Er hatte noch, war mit Covid infiziert und lag sogar auf der Intensivstation nach Weihnachten war das, glaube ich, ne, am Beatmungsgerät. Und ich war eh verwundert, dass er direkt danach jetzt nach Weihnachten im Neujahr dieses Turnier spielt. Und er hat auch direkt getwittert, auch, dass er natürlich auch noch nicht richtig fit ist und so, aber und dann noch sowas hier. Im Übrigen ist das nicht das einzige Highlight von diesem Turnier, das letzte Highlight. Ich werde morgen nochmal ein Video machen, wieder mit Short und dann was ganz, ganz Besonderes, was ihr noch gar nicht kennt, glaube ich. Viele von euch, die nur Online-Schach spielen, werden dann etwas ganz Neues erfahren. Schaut morgen wieder rein, dann wieder eine Partie von Nigel Short, dann wieder ein ganz anderer Background. Checkt auch meine anderen Kanäle aus, der Big Rig Highlights, der Big Rig Shorts. Guckt in die Videobeschreibung, sehr viele Links zum allgemeinen Glück, um mich zu unterstützen. Würde mich freuen. Macht's gut. Bis bald.